In diesem Video stelle ich euch vor, wie drei Sith Lords der Alten Republik es fast schafften, alle Jedi auszulöschen und die Republik zu stürzen. Doch bevor das Video jetzt anfängt, habe ich mal wieder eine kleine Quizfrage für euch. Welcher dieser drei Sternjäger ist der längste? Ist es A, der T-65B X-Wing der Rebellen, B, der Vulture-Droide der Separatisten oder C, der ARC-170-Sternjäger der Galaktischen Republik? Schreibt eure Antwort am besten jetzt unten in die Kommentare und bleibt bis zum Ende des Videos dran, um die Auflösung zu erfahren. Bei diesen drei besagten Sith Lords handelt es sich um Darth Traya und ihre beiden Schüler Darth Zion und Darth Nihilus. Circa 3950 Jahre vor der Schlacht von Yavin, nachdem das Sith-Imperium unter Darth Revan zerschlagen wurde, baute Darth Traya mit ihren beiden Schülern eine neue Sith-Regierung auf dem Planeten Malachor 5 auf. Da jeder der drei Sith andere Fertigkeiten und Ziele besaß, gaben sie sich auch alle einzigartige Sith-Titel. Darth Traya war die Lady des Verrats. Bevor sie eine Sith wurde, war sie eine Jedi-Meisterin namens Kreia, welche eine eigene starke Philosophie besaß, die nicht immer mit dem Jedi-Kodex übereinstimmte. Nachdem ihr Schüler Revan zur dunklen Seite überlief, wurde Kreia für seine Taten verantwortlich gemacht und aus dem Jedi-Orden geworfen. Von den Jedi verraten und selber jederzeit bereit, im Gegenzug die Jedi und die Galaxis zu verraten, nannte sie sich Darth Traya, Lady des Verrats. Ihr Schüler Darth Nihilus war einst ein Jedi, der bei der Schlacht von Malachor 5 durch eine Superwaffe der Republik fast alles verlor. Sein emotionaler Schmerz resultierte bald in einem Hunger, die Lebensenergie von anderen Lebewesen durch die Macht auszusaugen. Durch die Absorption von fremder Lebensenergie konnte er seinen Hunger und Schmerz für kurze Zeit betäuben, wobei sein Hunger nach neuer Lebensenergie nach jedem Mal ein kleines Stück größer wurde. Deshalb nahm er den Namen Darth Nihilus, Lord des Hungers, an. Darth Zion, der zweite Schüler Darth Traias, lebte schon um 4000 Jahre vor der Schlacht von Yavin und diente dort als Sith unter Exar Kun und dessen Imperium. Im großen Sith-Krieg, der dann ausbrach, kämpfte Zion gegen viele Jedi und obwohl er immer wieder verwundet wurde, überlebte er alles, was ihm entgegengeworfen wurde. Mit der Zeit entwickelte er eine immer größer werdende Schmerztoleranz. Wenn er tödlich verwundet wurde, stiegen seine Schmerzen jedoch zu unerträglichen Qualen auf, was ihm wieder auf die Beine half. So konnte er selbst bei tödlichen Wunden nach kurzer Zeit wieder kämpfen, um seine eigenen Mörder niederzustrecken. Das hinterließ jedoch auch seine Spuren bei seinem Körper, den er nur mit Hilfe der dunklen Seite der Macht zusammenhalten konnte. Dies brachte ihm wiederum erneut unaushaltbare Schmerzen, wodurch er sich in einem endlosen Zyklus aus Hass und Schmerz befand. Als er dann Jahrzehnte später Darth Traya traf, entschied er sich, den Namen Darth Zion, Lord des Schmerzes, anzunehmen. Auf Malachor 5 bildeten die drei nach der Beendigung der Ausbildung der beiden Schüler ein Sith-Triumvirat, welches schon bald viele der übrig gebliebenen Sith Revans unter sich vereinte. Von dort aus versuchte Darth Traya die Republik und die Jedi durch Geheimoperationen ins Wanken zu bringen. So schaffte es Darth Traya sogar einige Jedi auf die dunkle Seite zu ziehen. Dieses Spiel im Schatten gefiel ihren beiden ehemaligen Schülern jedoch überhaupt nicht. Darth Zion wollte so schnell wie möglich so viele Jedi töten, wie er konnte, und Darth Nihilus' Hunger wuchs zu unerträglichen Ausmaßen an. So stellten sich die beiden Sith Lords gegen ihre ehemalige Meisterin, woraufhin sie von Malachor 5 fliehen musste. Jetzt nicht nur von den Jedi, sondern auch von den Sith verraten, lenkte sie ihren Hass nun auf die Macht selbst und suchte nach Wegen, diese zu zerstören. Dafür suchte sie sich eine Jedi-Exilantin Mitra Zurik, der sie sich als Jedi-Meisterin Kreia zu erkennen gab und versuchte, diese auszubilden. Nach ihrem Verschwinden aus dem Sith-Triumvirat teilten Nihilus und Zion das Sith-Imperium unter ihnen in gleich große Hälften ein. Zion nutzte seine neue Macht, um Fallen für Jedi zu stellen und so viele von ihnen zu ermorden, wie er konnte. Nihilus konzentrierte sich eher auf groß angelegte Auslöschungen. So nahm er zum Beispiel allen Lebewesen, die sich auf dem Planeten Katar befanden, das Leben, um seinen Hunger zu befriedigen. Darunter auch einige der mächtigsten Jedi dieser Zeit, die sich dort für eine Sondersitzung trafen, um ihr Vorgehen gegen die neuen Sith zu besprechen. In kürzester Zeit sorgten diese Angriffe der beiden Sith dafür, dass fast alle Jedi, die sowieso schon vom großen Sith-Krieg und vom Sith-Imperium unter Revan geschwächt waren, starben und die Republik kurz vor dem Fallen stand.
Als Darth Nihilus mit seiner Flotte jedoch Telos IV angriff, wurde er vom republikanischen Militär, den Sicherheitskräften Telos und von Mitra Zurich gestellt, die ihr Training unter Kreia vollendet hatte. In einem kurzen Kampf wurde Nihilus von Zurich besiegt und sein Flaggschiff, die Ravager, zerstört. Mit Kreia zusammen reiste Zurich dann nach Malachor V, um dort auch Darth Zeon aufzuhalten. Nach einem langen und schweren Lichtschwertkampf starb auch Zeon, der endlich von seinen Schmerzen befreit wurde. Dort erkannte Zurich dann auch die wahre Identität Kreias, woraufhin sich auch diese beiden duellierten und Darth Traya durch die Hand Zurichs starb. Mit dem Tod Darth Traya's wurde auch das Sith-Triumvirat schlussendlich zerstört. Das war aber auch schon die Geschichte, wie das Sith-Triumvirat fast die Jedi auslöschte und die Republik stürzte. Was sagt ihr? Wie fandet ihr diese Geschichte? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und auf die Glocke klickt, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und jetzt, wie versprochen, zur Auflösung des Quizzes. Die richtige Antwort auf die Frage, welcher der längste Sternjäger der drei vorgestellten ist, lautet C, der Arc 170 Sternjäger. Dieser ist in Legends 14,5 Meter und im Kanon 12,7 Meter lang. Wodurch er länger als der 12,5 Meter lange X-Wing und der 6 bzw. 3 Meter lange Vulture-Droide ist. Und wenn ihr jetzt noch mehr von mir sehen wollt, schaut mal hier oben rechts in die Infokarte. Da lasse ich euch ein Video über 5 Jedi-Meister, die versuchten ihre Padawane zu ermorden, und ein Video über die stärksten Jedi der Klonkriege da. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein.